Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei den Chilling Gamer mit dem Chris Pro. Wir spielen heute wieder Dordogne. Ja, und sind ganz heiß darauf, jetzt endlich in unser repariertes Kanu zu steigen. Mal gucken. Jo, los geht's. Endlich Kajak fahren. Weil irgendwie ein Kanu ist mit so einem Kajakpaddel. Aber gut. Oh, die Seerosen. Ja, das ist am Anfang immer gar nicht so einfach, das Ding so einfach gerade zu fahren. Dauert ja immer ein bisschen, bis man das dann hinbekommt. Schön. Fahren wir mal lieber rechts rum. Und da ist der kleine Strand. Oh, ein Picknick. Wettervorhersage für den Südwesten. In den nächsten Tagen bleibt es heiß und sonnig mit Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius. Genießen Sie das schöne Wetter, da das Tiefdruckgebiet über England schon auf uns zusteuert. Ah, das tut gut. Ach, richtig, das tut gut. Sehr nice. Du hast recht, Oma. Ein Mittagsschlaf tut gut. Ja, so ist das. Mittagsschlaf ist eine Lebenseinstellung. Safe. Aber ich will mich umsehen. Zeit aufzustehen. Ein Bein, zweites Bein. Man kennt es. Und hoch. Picknick und Klippe. Hopp, 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 hopp. Nein! Oh nein! Wir müssen das alles mitnehmen. Hilfst du mir, Mimi? Natürlich. Sammle den weggeflogenen Korb. Komm her, mal sehen, ob wir alles haben. Mir fehlt noch Besteck. Vielleicht liegen sie im Wasser. Kannst du mal nachsehen? Das Wasser ist zu kalt für meine müden Knochensüße. Typisch. Okay, ich gehe schon. Ja, wir können uns umziehen. Schon haben wir Schwimmzeug an. Ob es hier noch irgendwas Schlimmes gibt. Hier da oben auf die Klippe, da will ich doch rauf. Und dann safe von da oben runterspringen. Ja! Wuhu! Oh, das Wasser ist so herrlich. Sie verpasst etwas. Das musste aber ganz schön tief gewesen sein. Na gut, oh, ein Fischi. Zwei Gabeln, zwei Löffel und ein Messer müssen wir finden. Und den Fisch hier. Was haben wir denn hier? Super getaucht. Und? Ich denke, ich habe unsere Sachen gefunden. Ja, zumindest einen Löffel.
und eine Münze. Gefunden? Ja, einen Moment bitte. So, noch eine Gabel und ein Messer. Wie ist das denn da überall hingekommen? Ja, nice. Hast du alles? Ich glaube ja. Okay, dann zurück. Komm, gehen wir nach Hause. Ich bereite das Kajak vor. Sogar noch Geld gefunden. Mimi, was ist los? Der Dieb. Der Spannerdieb. Ich glaube, ich habe was im Wald gesehen. Darf ich mal nachsehen? Das war bestimmt nur eine Katze. Aber mach ruhig, kein Problem. Amüsier dich. Mach ich. Danke. Erkunden die Flussregion. Erstmal wieder umziehen. Ja. Okay, dann schauen wir doch mal. Ah, am Efeu hochklettern. Oh. Alle, kletter, Mimi. Ja, wir sind die Königin. Weil eigentlich ist ja Svenja die Königin, aber Grüße gehen raus. So, können wir da auch noch weiter hochklettern? Nee. Doch. Da wollen wir da hochklettern. Okay, es waren wohl einfach zwei unterschiedliche Wege. Alter, die Musik geht ab. Erklimm den Berg, Mimi. Oh, Vögelchen. Nice. Das ist doch mal ein schöner Blick. Haben wir unsere Kamera mit? Nee, ne? Das wäre ja ein Foto wert hier. Weiter hoch. Das ist ja auch fast gar nicht gefährlich. Das hätte meine Oma auf jeden Fall gut gefunden, wenn ich das gemacht hätte als Kind. Oh, nochmal ein schöner Ausblick. Nora! Mimi! Eure Oma beim Vornamen genannt oder habt ihr Oma oder Omi oder so gesagt? Also ich habe ja Oma gesagt. Oh, wir können schwingen. Oh nein! Ja,
Ja, jetzt können wir schwingen. Los, Mimi, nochmal hoch. Erstaunlich. Nochmal einen schönen Ausblick? Ne, leider nicht. Achso, hier wieder hochklettern. Oh, fast ganz oben. Das ist... Wow. Wow. Wunderschön. Ich sollte ein Foto machen. Was machst du da? Da ist er. Das ist mein Platz. Keiner darf hier hin. Siegeluhr, Joe. Du bist der Dieb vom Markt. Ich bin kein Dieb. Sag das nie wieder. Ich leih mir nur Sachen aus. Leihen? Aber das ist doch kein... Ich bring die Sachen zurück und eine Entschädigung, wenn ich Culobres Schatz finde. Culobre? Ein riesiger Drache. Er schläft auf dem Grund der Dordogne und er bewacht einen großen Schatz. Groß genug, um die Leute am Markt zu bezahlen? Groß genug, dass jeder mich mag. Wirst schon sehen. Brauchst du Hilfe? Also bei der Schatzsuche? Hilfe? Du bist aus der Stadt, oder? Wie soll mir ein Stadtmädchen helfen, Culobre zu finden? Ich bin eine Entdeckerin. Du bist ja lustig. Doch, ich bin eine Entdeckerin. Wie wäre ich sonst hier hochgeklettert? Na gut. Gut. Vielleicht muss ich dich testen. Testen? Da ist ein Rätsel drin. Finde die Lösung. Dann entscheide ich, ob ich dir trauen kann, Stadtmädchen. Aber zuerst fang! Was ist denn für einer? Alles in Ordnung? Keine Sorge, alles gut. Was ist los mit ihm? Er ist weg. Wir treffen uns morgen in meiner Geheimhöhle, wenn du mein Rätsel löst. Dem zeige ich's. Ich bin eine Entdeckerin. Ja. Ich brauche die Tasche, schnell. Dann müssen wir uns schnell wieder umziehen. Und normal ins Wasser gehen ist lame, deswegen... Springen! Vielleicht finden wir auch den Drachen. So, wo ist es? Aha. Warum kommst du nicht zurück zum Strand und ziehst dich an? Ja, jetzt kommen wir das. Gehen wir bald? Ja. Zeit nach Hause zu gehen. Was hast du da drüben gemacht?
wir sagen einfach erstmal, ich war entdeckt. Oh, traumhaft. Also, wie hast du den Ort gefunden? Richtig schön, oder? Jo. Der war wild, Oma, wild. Ja, wir sagen, der war wunderschön. Es ist wunderschön hier. Schön, dass es dir hier gefällt. Ich möchte nie mehr gehen. Niemals. Weißt du, ich bin oft mit deinem Opa hergekommen. Und mit deinem Papa. Wir sagen, schöne Zeit. Hat er eine schöne Zeit gehabt? Das hatten wir. Aber es ist schwer, mit ihm zu reden, weißt du? Ich weiß. Dein Papa ist... Ach, weißt du was? Genießen wir einfach den Moment. Wollen wir nach Hause gehen? Ja, ich bin schon müde. Sehr gut. Okay, paddeln wir wieder nach Hause. Irgendwie gibt es hier keine wirkliche Strömung, sonst ist gegen den Strom fahren ja manchmal gar nicht so einfach. Durch die Seerosen durch. Die Brücke kommt uns bekannt vor, das ist auch unsere Anlegestelle hier. Ich habe vergessen, Eier für das Abendessen zu kaufen. Ich werde den Nachbarn danach fragen und komme gleich zurück. Was machst du, während ich dort bin? Ich will meine Mappe machen. Gute Idee, Süße. Okay, wir können unsere Mappe machen. Jetzt, da ich allein bin, schauen wir mal, was dieser dreckige Dieb von mir will. Also gut, was ist das für ein Rätsel, das ich lösen soll? Ah, schauen wir doch mal. Nehmen wir alles raus. Anweisung. Und Aufkleber. Bestimmt für diese Karte. Lesen wir mal die kleine Notiz. Schritt 1. Aufkleber an der richtigen Stelle platzieren. Okay. Das sieht so aus, als ob es hier gehört. Was können wir noch finden? Können wir die auch drehen? Nee. Ah, weiß ich nicht. Ah, wohnt hier Oma? Nee, ist vielleicht nicht richtig. Nee, da muss doch der Markt sein. Das hier muss doch... Oder ist das hier Omas Haus? Ja, weiß ich noch nicht so genau. Das hier müsste der Markt sein. Ja, guck mal, das passiert doch auch. Hier das Schiff. Ja, das passt hier nicht. Ist das hier Omas Haus? Ja, das ist Omas Haus. Ah ja, logisch. Das passt auch viel besser. Sein Haus ist wohl hier. Und die Burg ist hier. Geschafft. Was jetzt? Schritt 2. Verbinde bestimmte Aufkleber und finde mein Versteck. Dort, wo sich die Linien kreuzen. Okay, vielleicht immer erste Linien. Steine fliegen nicht. Ich hätte jetzt sowieso auch immer die mit den gleichen Farben verbunden.
Fast da. Zweite Linie jenseits der Brücke findest du mein Haus. Brücke und dort Haus. Ich hab dich, Dieb. Kreise an, muss ich die zwei Linien kreuzen. Da ist sie, die Diebeshöhle. Das war ja ein Kinderspiel. Jetzt muss ich dem Dieb nur noch von der Lösung erzählen. Ich sollte auf die Baumspitze klettern und ihn rufen. Alles klar. Dann rufen wir aber das nächste Mal den Dieb, wenn es wieder heißt Let's Play Dordogne bei den Chilling Gamern mit dem Chris Bro. Vielen Dank fürs Zuschauen und à bientôt.